Hi, ich bin Janis. Ich komme aus Berlin und ich bin Basketballtrainer und Projektkoordinator und ich habe das Projekt Sport vereint koordiniert, wo es darum ging, mit Geflüchteten gemeinsam Sport zu treiben. Der Grundgedanke des Projekts war, dass wir den Sommer nutzen, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, die sonst vielleicht nicht so den Zugang haben zum Sport oder zur Gesellschaft mit geflüchteten Menschen. Und wir haben uns auf dem Freiplatz getroffen draußen und haben zusammen Basketball gespielt, auch mal Fußball, Tischtennis haben wir auch gespielt. Also es war ein offenes Sportangebot für vor allem Jugendliche, so zwischen 16 und 18 Jahren. Also erstmal ist Sport an sich für alle wichtig, weil es fit hält, weil es die Gesundheit fördert, weil es Spaß macht, vor allem im Team Sport zu machen. Und gerade Menschen, die neu in Deutschland sind, die aus anderen Regionen kommen, die vielleicht auch Dinge erlebt haben, die schwierig sind und die die Sprache auch nicht können teilweise und einfach Probleme haben, sich hier einzufinden. Für die ist es besonders schön, wenn sie, wenn es eine Gemeinsamkeit gibt, wie zum Beispiel den Sport, über den man zusammenkommen kann, über den man gemeinsame Erlebnisse haben kann und zusammen Spaß haben kann. Und es fördert den Gemeinsinn. Ja. Also es war am Anfang schwierig, weil auch niemand so wirklich wusste, erstmal wer der andere ist, aber auch was man dann eigentlich darf. Ne? Es war ja auch alles ein bisschen unklar. Dürfen wir jetzt wirklich Sport machen? Wie ist es mit dem Kontakt? Und wir haben uns natürlich auch, die Jungs haben sich natürlich auch zurückgehalten. Aber dadurch, dass man sich dann öfter gesehen hat und gemeinsam diesen Sport auch gemacht hat und sich auch dann gemeinsam dadurch entwickelt hat, wurde das dann immer besser. Ja. Ich bin 19, ich komme aus Syrien und ich bin seit 5 Jahren in Berlin. Ich spiele bei VC Lines und VC Lines hat dieses Projekt halt organisiert und ich bin halt der Übungsleiter von diesem Projekt. Wir hatten halt verschiedene Trainingszeiten, aber wir haben halt uns in der Halle getroffen, dann habe ich mehr Menschen kennengelernt und ich habe mich halt mit denen integriert und mehr Deutsch gelernt und das hat mir halt sehr viel geholfen. Also ich glaube, dass jedes einzelne Projekt, egal wie klein es ist oder auch wie viel Organisation dahinter steckt, ob es jetzt finanziert ist, ob es wie auch immer es entsteht, ist einfach sehr wichtig. Also Projekte wie diese, dass Menschen zusammenkommen, Sport treiben, sich begegnen, sich austauschen. Und jedes einzelne Projekt ist wichtig, würde ich sagen, und trägt dazu bei, dass auch Vorurteile abgebaut werden und Grenzen überwunden werden und Menschen zusammenkommen. Deswegen, jedes Projekt ist für sich wichtig. Ja.